weil ich hab halt immer im Fußball gesehen. Und das habe ich von dem Breu nicht gelernt. Der hat immer zu mir gesagt, du musst eher, dass du den Ball kriegst, musst du gucken, wo du ihn wieder nahe bringst. Und wenn du das nicht bringst, dann verzögerst du das Spiel, dann musst du dich mit dem rumärgern, um den Ball, dass du den Ball behältst. Und wenn du dann fortkickst, war ich nicht wo nah. Und das musst du vorher sehen. Und der, wo vorher sieht, der spielt halt besser, weil er spielen kann, dass er den Ball wieder. Ist ja eine Zufriedenheit, wenn ich ein Pass spiele, wo an der Mann geht, wo laufen kann, wo dann das Spiel weiterführt, dass das auch im Fluss bleibt. Und wenn du das nicht kannst, weil du auf den Boden guckst und kriegst, du kannst einmal einen Ball spielen, dass er ihn kriegt. So wie ich jetzt gesagt habe von der Technik. Du kannst aber auch einmal einen Ball spielen, dass er umfällt. Und dann steht er dort, der ist nicht schuld, wenn er den Ball nicht stoppen kann, wenn er so gespielt hat. Und das kannst du nur, wenn du dir die Zeit vorher, und wenn du brauchst ja nicht eine halbe Stunde nachgucken, ne? Du musst so das Spielfeld musst du übersehen und danach musst du deine Einleitungen machen, wie du das eventuell dir vorstellst, dass jetzt dem Ball spielt und der tut ihn dann so weiter, leider. Ne? Oder du kriegst den Ball von hinten. Da hast du aber gesehen, wie der rechts außer rennt, dass du mit dem Ball, mit dem linken Fuß, wollen wir jetzt mal sagen, normal besser wäre wie rechts, aber es liegt ja auch gerade, wie man gerade den Ball so aufnehmen kann. Und dass du den Ball über 15, 20 Meter über die Halbmannschaft vom Gegner nach rechts oder nach links umspielst und der rechts außer laut. Schon 10 Meter vorher läuft der dort. Ja. Weil er weiß, wenn der Ball kommt, dann kriegt er auch den Ball. Und dann sind die meisten Fußballer sind ja hervorragende Fußballer,